Marvin, ein 0:0 gegen Blau-Weiß Linz, ein Spiel, ihr seid mit einem Plan reingegangen und nach 15 Minuten habt ihr diesen Plan ändern müssen. Ja, bitter, wenn man nach 15 Minuten eine Gelb-Rote bekommt. Muss man auch sagen, der Schiri kann auch ein bisschen mehr Gefühl haben. Dann haben wir den Plan eben geändert. Es ist nicht das erste Mal, wo wir zu 10 gegen 11 spielen. Ich glaube, wir haben das gut gemacht, wir haben zu 0 gespielt. Wir hätten auch noch Gelegenheiten, ein Tor zu schießen, aber ja, wir können den Punkt heute gerne mitnehmen. Du warst heute einer der wenigen, die keine gelbe Karte bekommen haben. Ja, wie viele sind es heute? 5, 6? Ich weiß nicht, was der Schiri heute hatte, aber ja, es gehört dazu. Manchmal muss man das akzeptieren, das sind die Entscheidungen vom Schiri und ja, das ist leider im Fußball so. Wie war es in der Halbzeit? Was habt ihr da besprochen? Ja, wie letztes Spiel, wo wir zu 10 waren, konsequent sein, defensiv konzentriert sein und dann kein Tor geschossen bekommen. Und das haben wir gemeistert und wir können stolz auf uns sein, dass wir noch einen Punkt genommen haben. Aber ja, so sind wir zufrieden. Aber ich glaube, ihr habt dann gegen Ende trotzdem noch, ihr wolltet die 3 Punkte, oder? Ja, also wir hatten Kontergelegenheiten, auch Standardsituationen, wo wir ein Tor schießen könnten, aber ja, es ist nur uns nicht geglückt und ja, mit einem Punkt, wie gesagt, können wir zufrieden sein heute. Du warst ja vor der Länderspielpause noch verletzt, Adduktoren, jetzt warst du beim Nationalteam, bist wieder voll fit zurückgekommen. Ja, 3 Spiele in 8 Tagen oder 9 Tagen. Es war nicht geplant, dass ich so viel spiele, aber ja, im Fußball weiß man nie. Wir hatten in der Nationalmannschaft auch 3, 4 Verletzte und dann musste ich für die Mannschaft da sein. Und ja, es ist Gott sei Dank nichts passiert. Ich bin fit, heute wieder 90 Minuten und ja, jetzt kann ich mal ausruhen. Besonders, reden wir ganz kurz über das Nationalteam. Ich habe es mitverfolgt, das erste Spiel, ganz besonders bitter für euch. Ihr habt den Ausgleich erzielt. Ja. Du warst dann, glaube ich, noch auf der Bank und dann ist aber die Entscheidung rückgängig gemacht worden und das war eine rote Karte dann. Ja, bitter. Wie gesagt, im Fußball gibt es bittere Momente. Wir haben davon geträumt, im EM mitzuspielen und das war wieder eine schiere Entscheidung. Aber ja, wie gesagt, man muss das akzeptieren und wir arbeiten daran, nächstes Mal es besser zu machen. Ja, jetzt geht es für euch weiter dann nächste Woche Lustenau, es wird wieder kein einfaches Spiel. Na, natürlich, jedes Spiel ist schwer. Gegen solche Mannschaften ist es nicht einfach und wie gesagt, wir werden jetzt diese Woche daran arbeiten, Taktik arbeiten und mal schauen, wie wir gegen Lustenau dann spielen.